Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Israel droht der Hisbollah im Libanon mit massiver Vergeltung. Die Sorge vor einem offenen Krieg wächst nach dem jüngsten Raketenangriff auf Kinder. Wir schalten zu Nikolaus Wildner. Geburtsplan. Immer mehr Babys kommen per Kaiserschnitt zur Welt. Ein Grund ist, dass die Mütter älter sind. Und Recht auf Urlaub. Wer am Strand liegt, muss für den Chef nicht erreichbar sein. Darauf weist die Arbeiterkammer hin. Das Wetter morgen wird wieder sonnig und sehr warm. Der schwerste Angriff aus dem Libanon auf den Norden Israels lässt im Nahen Osten die Kriegsgefahr abermals steigen. 12 Kinder und Jugendliche sind dabei getötet, weitere 50 verletzt worden. Israel macht die Terrormiliz Hisbollah für diesen Angriff verantwortlich und schickt Drohungen in den Libanon. Während Israel nach einer neuen Strategie an seiner Nordfront sucht, sind heute die jungen Opfer des Angriffs zu Grabe getragen worden. Nikolaus Wildner war bei dem Begräbnis dabei. Tiefe Trauer am Tag danach. Majd al-Shams trägt schwarz. Wir trauern und sind wütend. Die Luft hier ist zum Schneiden dick. Warum ist uns das passiert? So etwas hat in der Realität nichts zu suchen. Nur wenige Sekunden Alarm, bis die Rakete den belebten Sportplatz trifft. Als die Krankenwagen gekommen sind, haben wir mitgeholfen und schreckliche Dinge gesehen. Ein Freund von mir hat ein Kind gesehen. Ich kann das hier nicht beschreiben. Überall war Blut. Politiker, Minister, der Armeechef, sie kommen gestern hierher und versprechen eine harte Antwort. Wir erhöhen unsere Bereitschaft für die nächste Kampfphase im Norden, während wir auch in Gaza kämpfen. Doch genau darin sehen viele ein Problem. Kann Israels Armee ohne Waffenruhe in Gaza einen Krieg im Norden bewerkstelligen? Seit Nachmittag beraten Israels Regierung und Militär über das weitere Vorgehen. Einen offenen Krieg mit der Hisbollah will man weiter vermeiden. Hier fühlen sich viele im Stich gelassen. Der Norden wird vernachlässigt. Seit 9 Monaten, Netanyahu kommt nur vor Wahlen her. Jetzt gerade passt es ihm nicht, also ist er verreist. Nach mehr als 9 Monaten zweifeln viele daran, dass Israel Mittel hat, die Angriffe der Hisbollah zu stoppen. Schon gar nicht ohne einer größeren Eskalation. In Israel wird noch über das weitere Vorgehen beraten. Nikolaus Wildner ist von den Golanhöhen auch wieder zurück in Haifa. Herr Nikolaus, viele fürchten jetzt also einen neuen Krieg zwischen Israel und der Hisbollah. Kann es wirklich so weit kommen? Es ist zumindest zu befürchten, dass es so weit kommen konnte. Und dieser wirklich tragische und grausame Angriff gestern auf das Dorf Majd al-Shams auf den Golanhöhen hat so eine Eskalation wieder ein großes Stück wahrscheinlicher gemacht. Israels Premier Netanyahu hat in einer ersten Reaktion gesagt, Israel werde nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und auch von Seiten der Armee hat es geheißen, man will mit bisher beispielloser Härte auf diesen Angriff antworten. Aber andererseits hat es eben auch geheißen, dass man weiterhin einen völligen offenen Krieg mit der Hisbollah verhindern will. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie dieser Spagat oder diese Quadratur des Kreises gelingen soll. Also einerseits will man die Angriffe der Hisbollah militärisch stoppen und andererseits will man eben einen Krieg verhindern und das hat bisher ja auch nicht funktioniert. Die Frage ist jetzt natürlich, wie hart und auch wo wird Israel angreifen? Von Seiten der Hisbollah und des Libanon ist auch durchaus die Befürchtung vorhanden, dass Angriffe auf die Hauptstadt Beirut Teil dieser neuen israelischen Strategie sein könnten. Und auf israelischer Seite fordert man eben Lösungen, aber wie sich so eine Eskalation verhindern lässt, das ist im Moment unklar, darüber wird beraten. Die Menschen in Israel sind ja auch mit Netanjahus Kriegsführung in Gaza schon davon enttäuscht bis davon empört. Hätte in der Bevölkerung überhaupt noch den Rückhalt für einen weiteren Krieg, eine neue Front? Jüngste Umfragen haben gezeigt, dass die Geduld der israelischen Bevölkerung mit Netanjahu, mit seiner Politik und auch seiner Kriegsführung in Gaza wohl aufgebraucht sein dürfte. Über 70% der Israelis haben angegeben, dass sie sich einen Rücktritt von Benjamin Netanjahu wünschen. Und viele Bürger, aber auch viele Vertreter des Sicherheitsapparats und auch Verhandlerteams bei diesen Verhandlungen, die mit amerikanischer, katarischer und ägyptischer Beteiligung stattfinden, werfen Netanjahu immer offener vor, dass er Hindernisse erzeugt bei diesen Verhandlungen, dass er vielleicht sogar versucht, diese Verhandlungen zu sabotieren. Und stattdessen wünschen sich die Leute, dass Netanjahu einerseits das Schicksal der israelischen Geiseln im Gazastreifen an erste Stelle stellt und zweitens geben auch viele Analysten zu bedenken, dass Israel eben nicht
gut genug vorbereitet auf einen Krieg im Norden sein könnte, wenn es keine Lösung für die Kampfhandlungen in Gaza gibt und für die Zeit danach im Gazastreifen. Wenn es also zu einer Eskalation kommen sollte, bleibt den vielen Soldaten und Reservisten auch nichts anderes übrig, als in den Krieg zu ziehen. Aber die Menschen hier wünschen sich, dass die Politik verantwortungsvoller mit ihren Leben umgeht, die sie in so einem Krieg riskieren würden. Vielen Dank, Nikolaus Wildner, für diese Informationen aus Israel. Und ja, auch die ZIB 2 beschäftigt sich mit dieser weiteren drohenden Eskalation der Lage im Nahen Osten. Dazu ist Außenminister Alexander Schallenberg von der ÖVP zu Gast bei Marie-Claire Zimmermann um 21.50 Uhr auf ORF 2. Eine Schicksalswahl erlebt heute Nacht Venezuela in Südamerika. Es geht um den nächsten Präsidenten. Es geht um alles. Seit 11 Jahren führt Nicolás Maduro das Land recht autoritär. Doch er hat das Land heruntergewirtschaftet. Trotz seines immensen Ölreichtums. Die Folgen sind bedenklich. Fast 8 Millionen Venezolaner haben das Land in den letzten Jahren verlassen. Das ist in etwa ein Viertel der Bevölkerung. All das sind Gründe, warum der Opposition nun doch der Wahlsieg zugetraut wird. Sportlich im Trainingsanzug erscheint Nicolás Maduro an der Urne. Die Kleidung passt zum Anlass, denn Venezuelas Präsident braucht wohl einen politischen Kraftakt, um sich im Amt zu halten. Vor den Wahllokalen gibt es lange Warteschlangen. Viele sprechen von einer Schicksalswahl. Vereinzelt kommt es zu Rangeleien. Vorwürfe, sein korruptes Regime habe das Land in die Knie gezwungen, konterte Maduro zuletzt mit Warnungen vor der Opposition. Vor einem Bürgerkrieg sollte sie gewinnen. Heute gibt er sich zurückhaltender. Er werde das Ergebnis anerkennen, die offiziellen Zahlen respektieren. Die Worte der Wahlbehörde seien ihm heilig. Palabra santa, la del árbitro electoral. Aussagen, die sich Edmundo González merken wird. Der unscheinbare Ex-Diplomat gilt als große Hoffnung der Opposition. Nach 11 Jahren will man Maduros Herrschaft bei dieser Wahl ein Ende setzen. In Österreich versucht die ÖVP, eines ihrer Wahlkampfthemen in den Mittelpunkt zu rücken. Die katholische Kirche begeht heute den Welttag der Großeltern. Und die Volkspartei wirbt aus diesem Anlass wieder für ihre Idee der Großelternkarenz. Dabei können sich Eltern und Omas und Opas die Betreuung teilen. Aber das Modell ist durchaus umstritten. Die Großeltern formell in die Kinderbetreuung der Kleinsten einbinden. Das könnte so aussehen, dass die Mutter ein halbes Jahr in Karenz ist, ein halbes Jahr der Vater und dann für ein Jahr die Großeltern die Betreuung des Enkelkinds übernehmen, erklärt heute die Präsidentin des Seniorenbundes. Das ist eine Möglichkeit von mehreren Möglichkeiten. Wir haben natürlich in erster Linie die Betreuung von den Eltern. Wir haben auf der anderen Seite Betreuung von außen, also in den Kindergärten. Und dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass ein Teil der Karenz von Großeltern übernommen wird. Dafür könnte es finanzielle Unterstützung in Form eines Großelternbonus in der Höhe des Kinderbetreuungsgeldes geben oder auch eine Freistellung von der Arbeit, wenn die Großeltern noch berufstätig sind. Die Grünen sprechen bei diesem Modell vom Überstülpen der Betreuungspflichten auf Oma und Opa. Bei diesem Vorschlag passiert genau das, dass die Verantwortung von der Frau auf die Oma umgemünzt wird. Und eine Freiheit habe ich nur dann, wenn wir wirklich flächendeckende, qualitativ hochwertige, kostenlose Kinderbetreuung ganz Österreich haben. Und die Beziehung der Großeltern zu den Enkelkindern solle nicht zur Pflicht werden. Bevor man über Karenz reden kann, muss man freilich erst einmal ein Kind bekommen. Und da zeigen sich interessante Veränderungen. Immer mehr Babys kommen per Kaiserschnitt zur Welt. Die Zahl dieser oft geplanten Geburten hat sich mehr als verdoppelt. Das Alter der Mütter spielt dabei eine wesentliche Rolle. 2023 ist knapp ein Drittel aller Neugeborenen in Österreich per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Bei späterer Mutterschaft steigt die Wahrscheinlichkeit für die sogenannte Sektio. Im Vorjahr waren Frauen zum Zeitpunkt der Geburt durchschnittlich 31,5 Jahre alt. Mit zunehmendem Alter hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, gewisse Erkrankungen zu erleiden. Zum Beispiel die Präeklampsie, Schwangerschaftsvergiftung, Bluthochdruckerkrankungen, Diabetes. Während die Anzahl der ungeplanten Notkaiserschnitte relativ gleich geblieben ist, ist vor allem ein Anstieg bei den geplanten Kaiserschnitten im Vorfeld der Geburt zu erkennen. Das heißt, dass man in der Geburtshilfe insgesamt auch risikoaverser agiert, als man es zum Beispiel in der Vergangenheit getan hat.
Auf jeden Fall notwendig sei ein Kaiserschnitt bei schwerwiegenden mütterlichen Vorerkrankungen oder bei geburtsunmöglichen Lagen. Dennoch gilt es, die hohe Rate von geplanten Kaiserschnitten zu senken. Weil wir hier eine zunehmende Anzahl haben an Fällen, wo man wirklich reevaluieren muss, ob diese Patientin wirklich per Kaiserschnitt entbunden werden muss oder nicht. In Steißlage etwa gibt es die Möglichkeit, das Kind von außen zu wenden. Bleiben wir noch in der Medizin, und auch wenn sich manchen noch ein bisschen unheimlich ist, in den Ordinationen und Spitälern hat die künstliche Intelligenz längst Einzug gehalten. Die Technik kann Ärztinnen und Ärzten dabei helfen, die richtige Behandlung zu wählen. Auf der Intensivstation etwa, wo ohnehin schon sehr viele Patientendaten erhoben werden, wie man im AKH in Wien schon sehen kann. Eine Lungentransplantation kann diesem Patienten das Leben retten. Bis er eine Spenderlunge bekommt, ist er auf der Intensivstation am Wiener AKH im künstlichen Tiefschlaf. Die sogenannte ECMO sorgt dafür, dass sein Blut mit Sauerstoff versorgt wird. Sämtliche Körperfunktionen werden überwacht, doch das ist längst nicht alles. Man sieht hier relativ viele Medikamente, die gleichzeitig eben in den Patienten hineinlaufen und deren Effekt und Wirkung natürlich regelmäßig kontrolliert wird. Alle diese Daten liegen auch dem Team bei der Visite vor und fließen in die Behandlung ein und werden auch aufgezeichnet. Das, was hier an der MedUni Wien und am AKH jetzt noch zusätzlich hinzukommt, ist, dass wir nicht nur diese Daten aufzeichnen, sondern sie eben auch langfristig abspeichern, teilweise jetzt schon in hochauflösender Form. In einem gemeinsamen Projekt mit der Technischen Uni Wien wird eine künstliche Intelligenz darauf trainiert, aus den riesigen Datenmengen die beste Behandlungsoption zu erkennen, und zwar individuell an den jeweiligen Patienten angepasst. Diese Algorithmen sollen aber nicht jetzt natürlich die Entscheidung des Arztes oder der Ärztin ersetzen, sondern sollen ein Entscheidungsunterstützungssystem sein. Das heißt, die sollen einen Vorschlag machen, was man machen könnte. Auf der Intensivstation ist das bei der lebensgefährlichen Sepsis, auch Blutvergiftung genannt, eine große Chance. Über den Süden des Landes sind am Nachmittag heftige Gewitter gezogen mit starkem Regen und Windböen. In Kärnten waren 5.500 Haushalte zeitweise ohne Strom, nachdem Bäume auf die Stromleitungen gefallen sind und die gekappt haben. In der Steiermark hat ein Blitz in den Grazer Uhrturm auf dem Schlossberg eingeschlagen. In den USA kämpft man mit großen Waldbränden. Das sehen Sie zu Beginn unseres Meldungsblocks. In Kalifornien wütet infolge der Hitze ein heftiger Waldbrand. Es ist eines der größten Feuer in der Geschichte des US-Bundesstaates. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Mehr als 4000 Häuser mussten evakuiert werden. Seit Freitag hat sich das Feuer nördlich von Sacramento in seiner Größe nahezu verdoppelt. Betroffen ist eine Fläche mehr als dreimal so groß wie Wien. Nach der Protestaktion und den Flugausfällen in Frankfurt vergangenen Donnerstag wird die Auermutter Lufthansa Schadenersatz von den Aktivistinnen und Aktivisten fordern. Deutschen Medienberichten zufolge sollen die Forderungen der Fluglinie deutlich höher sein als zuletzt etwa in Hamburg oder Berlin. Damals ging es um eine Dreiviertelmillion Euro. Der berühmte goldene Bikini der verstorbenen Star Wars-Schauspielerin Carrie Fisher ist bei einer Online-Auktion in Dallas in den USA um umgerechnet 160.000 Euro unter den Hammer gekommen. Auch eine Miniaturversion eines Raumschiffes aus dem Film ist um 1,4 Millionen Euro versteigert worden. Bikini. Viele Menschen sind ja schon im Urlaub, oder? Der steht unmittelbar bevor. Und Urlaub soll auch tatsächlich Urlaub sein. Wenn der Chef oder die Chefin fordert, dass man auf Reisen erreichbar bleibt, dann kann das maximal ein Wunsch sein. Denn Arbeitnehmer dürfen sich den Luxus der Unerreichbarkeit unbedingt leisten, wenn sie sich erholen. Darauf weist die Arbeiterkammer wieder hin. Das Hotel ist gebucht, die Koffer sind gepackt. Nicht selten sind auch Laptop oder Handy mit im Gepäck. Aber Angestellte müssen im Urlaub nicht erreichbar sein. Wenn ich mit meinem Arbeitgeber vereinbare, dass ich sehr wohl zwei-, dreimal pro Tag meine E-Mails checken soll oder dass ich trotzdem am Strand mein Handy mitnehmen soll, nur für den Fall, dann ist es in dem Fall kein Urlaub, sondern ist es Arbeitsbereitschaft. Und diese aber auch vom Arbeitgeber wieder zu bezahlen. Läutet das Handy dann tatsächlich und es wird gearbeitet, wird aus dem Bereitschaftsdienst Arbeitszeit, die wiederum entsprechend entlohnt werden muss. Wenig lohnend ist dieses Szenario. Immerhin, wer im Urlaub krank wird, fällt nicht zwingend um die Urlaubstage um. Bei Krankheit ist es so, dass wenn die Krankheit länger als 3 Tage andauert, dann wird der Urlaub dadurch unterbrochen.
Wichtig ist allerdings, ich darf es quasi nicht selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben, meine Krankheit. Und ich muss auch meinen Arbeitgeber darüber informieren. Und eine ärztliche Bestätigung vorlegen. Der Urlaub verlängert sich durch einen Krankenstand allerdings nicht. Die versäumten Tage wandern zurück aufs Urlaubskonto und können später konsumiert werden. Dann hoffentlich für einen Urlaub ohne Krankenstand und ohne Firmenlaptop. Noch heißt es bei Olympia warten auf die erste rot-weiß-rote Medaille bei den Spielen von Paris. Heute am zweiten Wettkampftag hat es kurz danach ausgesehen, es könnte sich die Tirolerin Laura Stieger im Mountainbiken eine solche Medaille holen. Das ist nicht gelungen, dafür aber mit Platz 6 die beste Olympiaplatzierung für eine Österreicherin in diesem Sport. Und die Freude ist auf jeden Fall olympiareif. Die erst 23-jährige Laura Stieger liefert ein fantastisches Rennen ab auf einer überaus anspruchsvollen Strecke. Vor 4 Jahren in Tokio unter Tränen aufgegeben, schafft sie heute unter Tränen mit Platz 6 das beste Olympiaergebnis in der Geschichte des heimischen Frauen-Mountainbikesports. So viel Leid, so viel Familie ist da gewesen. Oh, jetzt kann ich mir nicht trennen. Weil ohne Rennen ist es überhaupt nicht möglich, da Sechster zu werden. Danke an alle, die da waren, die mir den Daumen gedrückt haben, die in jeder Sekunde hinter mir stehen. Mit 23 Jahren ist die gebürtige Innsbruckerin noch lange nicht am Zenit ihres Schaffens. Die Olympiamedaille kann auch noch in 4 Jahren in Los Angeles oder in 8 Jahren in Brisbane geschafft werden. Ich habe mit den Medaillen mitkämpfen können am Anfang, das kann ich sagen. Ich habe mein Bestes gegeben und 6. Platz muss mir erschweren und ich bin zufrieden mit der Position. Laura Stieger hat ihre Leistung bei den Olympischen Spielen in Paris bringen können, auch wenn die Medaille noch auf sich warten lässt. Wer neben dem üppigen Olympiaprogramm noch Zeit fürs Kino hat, der bekommt einen echten Blockbuster zu sehen. Deadpool und Wolverine. Also gleich 2 der beliebtesten Superhelden aus dem Marvel-Universum. In den USA hat der Film einen Rekordstart hingelegt und mehr als 205 Millionen Dollar eingespielt. Happy Birthday to you. Sie ist gealtert, die sympathische Quasselstrippe Deadpool, gespielt von Ryan Reynolds. Aber noch ist es zu früh, um in den Ruhestand zu gehen. Davor muss der sarkastische Antiheld noch einmal schnell die Welt retten. Das ist Ihre Chance, ein Held unter Helden zu sein. An seine Seite tritt ein längst totgeglaubter Logan, the Wolverine. Du warst ein X-Men. Du warst der X-Man. Wolverine is everything Deadpool wishes he could be. Wolverine ist all das, was Deadpool gerne wäre. Er ist ein echter Held, war Teil eines Teams, die Menschen lieben ihn. Ich bin, wie auch meine Rolle, ein großer Fanboy von dem, was er seit Jahrzehnten macht. Deadpool and Wolverine ist eine Mischung aus Actionfilm und Genre-Persiflage, mit viel Liebe für seine Figuren und blutigen Kämpfen. Die stärksten Momente jene, wenn sich die Helden über sich selbst oder die Branche lustig machen. Stopp! Lass den Mist. Und jetzt möchten wir Ihnen noch die Anziehungskraft des wohl bedeutendsten Popstars der Gegenwart illustrieren. Taylor Swift ist gerade auf Konzertreise durch Europa. Gestern und heute mit Auftreten im Olympiastadion in München, natürlich ausverkauft. Und damit nicht genug, selbst die Wiesen und der Olympiapark genannte Hügel vor dem Stadion waren bummvoll und das schon seit dem Nachmittag. Zu den gut 70.000 im Stadion kamen laut Polizei noch einmal 40.000 drumherum. Doch relativ beeindruckend diese Bilder und die Stimmung am Mount McSwift von München. Mitte August kommt Frau Swift dann für mehrere Konzerte nach Wien. Sie sind allesamt ausverkauft. Markus Watzak hingegen hat immer noch ein Platz auf seiner Bühne frei. Er präsentiert in Kürze den Wetterbericht für die neue Woche. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.